Ob eine Ernährung besser oder schlechter ist, kommt immer darauf an, wer sie durchführt und wie er sie durchführt. Und es kommt immer darauf an, was hat jemand für eine Genetik? Was hat er eventuell für Krankheiten? Oder was sind die besonderen Ansprüche oder die individuellen Ansprüche im Alltag? Treibt so jemand besonders viel Sport, braucht deswegen vielleicht mehr Protein, mehr Aminosäuren oder schwitzt derjenige einfach sehr viel, braucht deswegen vielleicht mehr Magnesium? All das muss man immer erst klären, um zu beantworten, ob eine bestimmte Ernährung für jemanden besonders geeignet ist. Wenn es um Biofleisch geht, muss man immer dazu sagen, auch Biofleisch kommt aus einer Art, aus einer grün angemalten konventionellen Tierhaltung sozusagen. Es geht den Tieren dort besser. Man muss aber auch zur konventionellen Tierhaltung sagen, auch da geht es den Tieren heute besser als vor 20 Jahren. Also das sind alles Modelle, die sich weiterentwickeln. Und Biofleisch wiederum ist nicht das gleiche wie Weidefleisch. Es gibt also immer Abschattungen, Nuancen, wie man so etwas weiterentwickeln kann. Und ob etwas besser oder schlechter ist, da muss man immer fragen, was ist damit gemeint? Besser, schlechter, gesünder, leckerer, einfacher, günstiger? Ganz schwer zu beantworten.